90ern, als es in Georgien wirtschaftlich und politisch auch nicht so gut ging. Wir hatten damals auch Bürgerkrieg im Land. Dann habe ich beschlossen, das Land zu verlassen, um weiter zu studieren. Und dafür habe ich Deutschland gewählt. In Deutschland habe ich sehr schnell gemerkt, dass die Menschen gar nicht wussten, wo Georgien ist. Und habe ich natürlich dann gleich angefangen, über mein Land zu erzählen und an allem klarzumachen, wo ich herkomme. Kurz darauf dann habe ich eine Reise für kleine Gruppen nach Georgien organisiert, wo ich gemerkt habe, dass ich wirklich Spaß an Reiseleitung hatte, und damals habe ich dann gleich beschlossen, dass ich im Tourismus dann weiterarbeiten will. Es hat ein bisschen gedauert, aber vor 4 Jahren habe ich entschieden, mit Familie, mit meiner Frau und 4 Kindern zurück nach Georgien zu kommen und eine Touristikagentur zu gründen. Über den Namen habe ich sehr lange nachgedacht und dann habe ich Georgia Inside gewählt, weil ich meinen Gästen das Land wirklich von innen zeigen möchte und dann möglichst nahe bringen will. Fast alle unsere Gäste kommen aus deutschsprachigen Raum. Von unseren 12 Mitarbeitern, sehr viele waren in Deutschland mehrere Jahre. Sie kennen die Bedürfnisse von unseren Gästen sehr gut und können auch deswegen Kultur, Geschichte und das Land aus der ersten Hand vermitteln. Deswegen stelle ich sehr gerne Rückkehrer ein, wie Maka Giorgadze, die nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für das ganze Land eine Bereicherung sind. Für uns ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das sind dann sanfte Reisen, umweltschonende Reisen und vor allem, dass wir soziale Verantwortung übernehmen. Deswegen haben wir auch als erstes Unternehmen in Georgien freiwillig Nachhaltigkeitserklärung abgegeben. Deswegen werden wir sogar ein bisschen belächelt. Aber es ist ganz wichtig, dass unsere Gäste wirklich mit dem Land in Berührung kommen, vor allem mit dem Land, was ich in 10 Jahren nochmal vorfinden möchte. Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor für Georgien. Da wir aber ganz am Anfang im Tourismus stehen, gibt es auch viele Herausforderungen und Probleme. Zum Beispiel Fachkräftemangel in der Gastronomie oder fehlende Sprachkenntnisse bei den Menschen, die wir als Reiseleiter einsetzen können. Da besteht es Gefahr, dass ausländische Investoren hier dann sesshaft werden und die Profite dann auch ins Ausland fließen. Deswegen habe ich auch beschlossen, die Agentur zu gründen und Georgier zu beschäftigen, damit wir für unser Land selbst arbeiten können. Wir fühlen uns ja Europa zugehörig, sowohl kulturell als auch politisch. Aber die lange sowjetische Zeit hat unsere Denkweise schon ein bisschen von europäischem Denken distanziert. Vor allem für meine Generation war das schwierig, weil wir in einer Gesellschaft groß geworden sind und jetzt in eine neue Gesellschaft leben müssen. Unser Land braucht Leute, die ins Ausland gehen, ihre Erfahrungen machen, Ausbildung machen, ihren Horizont erweitern und wieder zurückkommen und das neue Denkweise und ein frischer Wind ins Land bringen. Manchmal überlege ich, was wäre aus mir geworden, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Wahrscheinlich wäre ich dann ein ewiger Ausländer, der immer an seine Grenzen stößt. In Georgien bin ich aber zu Hause und habe ich viel mehr Freiheit und Spielraum, kreativ zu sein, mehr zu bewegen und auch das Land Europa näher zu bringen.